Once upon a time, there was a charming young woman looking for a fresh start. Beatrice. One day, she found an abandoned lodge and was seduced by the pastoral scenery. Beatrice grabbed her axe and started to work. But this new life felt a bit lonely. Lol, das ist wie ich. Aided by myself, by fate, she met the perfect guy. Beatrice and Frederick fell in love over cuddles, muscles, and the art of war. They married and built a house together to live in happily ever after. Thus, Lakeburg was born. The happy couple was joined by a farmer, a hunter. Together, they built a beautiful village. Everyone was happy. And that's the end of our story. Oh, wait! What are you doing with her? No, was? Don't Sie do hatten that, Frederick. You made such a beautiful couple with Beatrice. This woman can't bring you happiness, and she's already married. Okay, also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also Lakeburg Legacies nimmt das Schicksal in deine Hände. Lakeburg Legacies, einer sozialen Dorfverwaltungssimulation mit Liebe als Lieblingsressource. Agiere als Verkuppler, um die verliebtesten Paare zu erhalten und dein Königreich erblühen zu lassen. Wie lange dauert es, bis du einen Herrscher krönst? Also das gucken wir uns jetzt mal an. Aber das ist halt, wie gesagt, leider nur auf Englisch. Da müssen wir mal gucken, was da die Demo sagt. Lakeburg Legacies. So, und vor allem muss ich wieder gucken, wo ich mich hinsetze. Lautstärke sollte eigentlich gehen, oder? Ich habe noch nichts gespielt, ich habe nur die Lautstärke getestet. Ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Mal gucken. Ich bin erstmal im Lurk. Dankeschön, Keimer. Vielen Dank. Es brennt. Wo brennt's denn? Garfield, was ist los bei dir? Welcome to Lakeburg. How does it look? Name is Sovereign who will govern Lakeburg, weil... was ist das? Was muss ich hier machen? Wenn ihr Name... Achso, man verliert, wenn alle tot sind. Okay. Flirten. Search for true love will be one of your priorities in Lakeburg, but finding it will be tough. Tinder will select a few sweeters from the neighboring villages for you. Okay, Tinder ist anscheinend die so Wahrsagen macht. Die wird anscheinend einige von den Nachbardörfern aussuchen, die wir dann daten können. Ideal lovers share hobbies with your villages. Okay, also die müssen sozusagen gleich und gleich gesellt sich gern, damit die halt dann perfekte Liebhaber werden. Wohl, seht ihr da eher das Format, dass ihr sagt, gleich und gleich gesellt sich gern oder eher, dass Unterschiede sich auch anziehen? Marry your villagers. Accommodate children. Oh Gott, man muss Kinder großziehen. Recruit workers. Don't forget to accommodate everyone. Homeless villagers will get a negative trade. Okay, also man muss auch alle unterbringen, sonst kriegt man negative Punkte. Lakeburg Village have needs. Okay, also man muss auch deren Bedürfnisse abdecken. Und die auch ausbilden. Und das mit der Balance ist gerade noch im Aufbau, so wie ich das verstehe. Okay, wir probieren das einfach mal aus und mal gucken, wie wir vorankommen. Ach du Heilige. Ach du heilige Scheiße. Okay, kann man das erstmal pausieren? Wow. Das ist viel. Das ist tatsächlich sehr viel. Also, wir haben eine Übersicht, wo wir unsere Ressourcen sehen. Brokkoli. Leo, das perfekte Spiel für dich. Brokkoli. Wir haben Holz. Wir haben Gemüse. Wir haben Fleisch, wir haben Klamotten, wir haben Brot, wir haben Fisch, wir haben Früchte, also Obst. Waffen, Werkzeuge, Bier, Möbelstücke, Juwelen, Bilder, Weizen, Leder, Steine, Tiere und Stahl, also Iron. Dann haben wir Geld, also unsere Währung. Wir haben unsere Herzen.
die wir anscheinend benötigen für soziale Kontakte, Familie und Ernestus Ilama. Keine Ahnung, was das ist. Dann können wir hier Sachen bauen, was uns immer Sachen kostet. Also für eine Farm, die zum Beispiel Weizen und Brokkoli produziert, brauchen wir 30 Loks. Die haben wir jetzt gerade noch nicht. Ansonsten sind wir relativ homeless gerade. Morris hat zum Beispiel noch kein Haus. Ich kann ein neues Haus bauen für 9 Loks. Ey, das gefällt mir optisch echt gut, muss ich sagen. Ah, okay, da komme ich wieder zurück. Jetzt habe ich das hier unten aber eingepackt. Wie kann ich das denn wieder aufmachen? Achso, okay. Also unter mir seht ihr tatsächlich hier noch so ein anderes Feld. Da steht dann halt Januar. Da kann man das halt starten, pausieren und auch vorspulen die Zeit. Das weiß ich nicht, was das alles hier heißt. Keine Ahnung. Das finden wir wahrscheinlich noch heraus. Und man hat hier unterschiedliche Farben. Das weiß ich auch nicht, was das ist. Keine Ahnung. Finden wir noch aus. Aber hier ist auf jeden Fall noch eine Zeit und ein Datum. End of this Realms Era in 10.948 Tagen. 29 Jahre können wir das Spiel spielen. Okay, und danach ist vorbei. Ansonsten Couples, hier ist halt ein Dorfbewohner drin, der gerade Single ist. Und dann gibt es noch eine Nachbarschaft, die noch nicht freigeschaltet ist. Also wir brauchen facto erstmal Holz, so wie es aussieht. Lumberjack's Lodge. Snails Impact, Stärke. Ah, der macht sozusagen Holz oder was? Bei Worker's Lodge. Da muss ich den wahrscheinlich da reinpacken, den Morris, oder? Dass der halt Holz produziert? Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Ah, und dann steht das hier sogar. Okay, cool. Also wenn wir das jetzt... Homeless und Single. Okay, er produziert aber Holz anscheinend. Cool. Ich trage das perfekte T-Shirt dafür. Was, hast du etwa das Brokkoli-T-Shirt an? Okay, aber optisch finde ich, sieht das schon... Es ist auf... Oh, ich habe schon gleich 11 Loks gekriegt. Geil. Das sieht auf jeden Fall schon mal nach was aus, finde ich. Empty House. Morris. Have a baby. Deactivate. Partner. Kein Partner. Da muss ich jetzt theoretisch... Ach, das ist sozusagen mein Lock, was hier unter ist. Also sozusagen, was alles... Okay. Was alles passiert ist, dass man es besser nachvollziehen kann. Okay. Jetzt habe ich 20 Locks. Damit kann ich dann... Approach, my child! Old Hintra will help thee find true love! Find your soulmate. Der Morris hat übrigens 1 Charisma, ist 23 Jahre alt. Was heißt das? Peasant? In Weizen? Der mag das gerne, oder was? Ist seine... Okay, in Lakeburg haben wir ja noch niemanden, weil wir müssen dann wahrscheinlich in der Umgebung suchen. Weiß man, ob der jetzt Männer oder Frauen bevorzugt? Das hier irgendwo? Der ist hässlich? Oha! Okay, da muss man ja alle begrifflich... Ey, ich hoffe und so sehr, dass das auf Deutsch rauskommt, ne? Weil so alles weiß ich tatsächlich nicht. Aber hier steht nicht, ob der irgendwie Männer oder Frauen bevorzugt, oder? Sehe ich das noch nicht? Ach, und dann können die noch Sachen... die können richtig hier noch Fähigkeiten ausbauen. Das ist ja übelst geil. Und ein Stammbaum ist auch noch hier mit drin. Großeltern, Children, Partners.
Parents? Ex-Leute? What the fuck? Okay, das ist ja super kompliziert, aber auch geil gemacht. Ich suche einfach mal in der Umgebung. Warum wird mir jetzt gleich ein Mann vorgeschlagen? Kann ich das selber entscheiden, ob die... Geht das hier nur nach Bedürfnisse? Ob die Sachen gleichzeitig gut finden oder schlecht finden? Okay, also, Morris mag zum Beispiel nicht duellieren. Das findet der scheiße und das findet der auch scheiße. Das würde also schon mal passen. Die Art of War mag der aber. Das ist ja auch ein bisschen komisch, oder? Und dann, theoretisch, wenn man die miteinander verkuppelt, dann kriegt man, schaltet man hier auch so Fähigkeiten frei. Morris owns the mean trait Global Affinity. Aber ich frage mich, wie können die denn jetzt Kinder machen? Kann ich den jetzt auch schon nehmen oder kann ich skippen und sagen, it's not a match, it's pass? Der sucht auch eine Frau. Ich weiß nicht, ob der eine Frau sucht. Mir wurde jetzt halt gleich Pepin vorgespielt. Vielleicht ist Pepin ja auch eine Frau, I don't know. Wenn ich das rerollen will, kostet mich das 2 Herzen? Was miaust du denn hier so, du kleiner Kater? Ach, hier unten steht sogar Pass. Oh, yes. Ah, Colette. Okay, die haben gemeinsam Gossip. Public Executions ist ihr Hobby. Die mag öffentliche Hinrichtung. Alter Verwalter. Die mag auch nicht zu lesen. Die mag keine Katzen? Raus. Raus. Aber die haben hier auf jeden Fall echt viel, was sie bekommen. Colette kriegt zum Beispiel, dass sie lustig ist. Und dieses, kriegt sie auch hier. Und Morris bekommt auch. Also die sind schon mehr gematcht, glaube ich, als die, is expected when seeing children cry. Wow. Ist das aber negativ, weil das rot ist? Camelot was famous for its nightlife. Ey, es ist ja übelst geil gemacht, ey. Pass, oh yes, einfach Mittelalter-Tinder. Ja, ne? Das ist ein Mittelalter-Tinder. Das ist richtig, richtig cool gemacht. Okay, ich sag hier mal ja. It's a match. No, jetzt können die mir noch Karten legen oder was? Die haben jetzt ein Date? Morris and Colette both enjoy the pale moonlight. Oh, das Mondlicht haben sie genossen. This unique moment allows them to get to know each other better. Talk about the sufferings of war. Get excited about great libraries. Das Problem ist... Also, Krieg mochte sie ja nicht. Und Bücher lesen mochte sie, glaube ich, auch nicht, ne? Scheiße, jetzt kann ich halt... Was heißt denn suffering? Suffen heißt leiden, ne? Leiden? Talk about the suffering of war. Ist ja eher dann, dass man über das... Ich sammle mal das hier. Let's continue this charming rendezvous with a nice bottle. Okay, was kann ich denn hier noch drücken? Ask Tinder. Die kann ich fragen für 300. Dann kann sie mir die Karten legen. Das wird mein neues Lieblingsspiel, Leute. Ich schwöre euch, wenn das raus ist, das spiele ich 24/7. Morris und Colette are spending time at the inn, emptying a few glasses, while the warm atmosphere helped them break the ice. How about attending the next public execution together? Das würde sie übelst geil finden, wenn man einfach als nächstes Date die öffentliche Hinrichtung nimmt. Say money creates more problems than it solves. Scheiße, habe ich nicht drauf geachtet. Was hatten die für Stats? Ich muss das mit der Hinrichtung nehmen. Das hatte er nicht als negativ, ne? Das könnte ihr gefallen. Weil ich habe das mit dem Geld, habe ich tatsächlich nicht gesehen, dass die was mit dem, dass da irgendwas mit Geld stand. Habt ihr da drauf geachtet, Neva? Ich hab das leider nicht. Leute, guckt mal, ich habe mir übrigens so ein Instant Bubble Tea heute mal gemacht. Es ist nicht rübergelaufen, ne? Es war aber sehr knapp, glaube ich. Gucken, wie der schmeckt. Mhm.
der Public Execution. Everything seems to be fine. Say, what about a boat ride on the lake? Okay, nächstes Date. Morris and Colette are enjoying a boat ride on the lake's tranquil waters. Considering how romantic it is, wouldn't now be the ideal time to go for it? Release in the latest rumors circulating lake book? Criticize dancing, dancers, and every other activity involving moving in rhythm. Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Was heißt release in the latest rumor circulation lake book? Da stand doch vorhin auch irgendwas über Gossip, ne? Warte mal, ich muss mal kurz meinen Google Translator rausholen. Bilbo, kannst du jetzt bitte aufhören? Ich möchte nicht, dass du die ganze Zeit mit mir diskutierst. Kann man das auch tauschen? Kann man nicht hier eingeben, dass man automatisch die Sprache haben will? Sprache erkennen. Zu Deutsch. Genießen Sie die neuesten Gerüchte über Lake Burke. Kritisieren Sie Tanzen und Tänzer. Ich mach mal das mit den... schon, oder was? Wedding Day. Der Love-O-Mater. Okay. Primarily depends on hobbies. Influence the relationship evolution. Samt der Heirat. Let us rejoice. We are gathered here today to celebrate the union between Morris and Colette. Do you promise each other love, honesty and fidelity until death? Do you part? And Morris sieht nicht glücklich aus. Also, just saying, Morris wirkt nicht gerade glücklich. Ich weiß nicht warum, aber der wirkt für mich sehr... Ich glaube, der hat noch ein paar Drogen genommen. Kann ich... Das ist nicht komplett voll, ne? Kann das auch nicht schieben? Okay, die sind jetzt verheiratet. Sprich, Colette müsste ja theoretisch jetzt eigentlich mit in das Haus von Morris. Ah, das ist schon reingegangen, okay. Okay, und die können Baby machen. Das kostet mich aber 1500 Liebesdinger. Was? Wait. Wer... Nein, wir haben ein Baby? Der heißt Anderson mit Namen, haben ja. Oh, oh, was hier? Ein Event. Evander found some hair on Chloe's clothes. Oh, 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 Evander hat Haare auf Chloe's Klamotten gefunden. Das nackte Baby, das ist ja auch geil. Guck dir mal die Fotos an. Ja, Chat, entscheidet ihr. Geben wir zu, wir haben eine Affäre oder lügen wir einfach? Was sagt ihr? Bruno, du musst einfach deinen Schwanz jetzt hier wegmachen. Weil wenn du jetzt die ganze Zeit hier liegst und das dich nervt, dass ich dein Schwänzchen hier kitzel, dann musst du einfach mal weggehen. Weil guck mal, er hat jetzt genau sein Schwänzchen hier an meiner Hand und findet das jetzt nervig, wenn ich so bei ihm mache. Warum hast du da schon wieder so eine schlimme Stelle da an der Seite? Oh, aua, wer beißt mich? Wer beißt mich hier? Frech, 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 frech. Frech, 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 frech. Ja, du bist doch gemein zu mir. Oh, frech, hör auf. Konrad kann obviously auch schon arbeiten jetzt, oder was? Wo soll ich den denn reinpacken? Wir können doch hier keine Kinder arbeiten lassen. Was ist denn das hier oben? Mentorship? Ach, ein Ausbilder sozusagen, oder was? Warte mal. Orpheus bildet jetzt Konrad aus? Verstehe ich das jetzt so richtig?
Solomon and his friends were having a lovely evening at the inn when someone suddenly whispered something to him. Björn told me to tell you he's alone right now and wouldn't mind some company. While the proposition sounds very tempting, Solomon is already with friends. Wir können also mit den Freunden im Inn bleiben oder wir sollen zu Björn gehen. Aber ist es denn gleich was Sexuelles oder können wir auch einfach nur mit dem Freund sein? Wir verlassen mal unsere Freunde und wir gehen mal mit zu Björn. Solomon went to see Björn and asked him to come to the inn and join them. Well, it wasn't exactly the kind of evening Björn was thinking of. Was vergessen? Sehr traurig. Oh, oh. Ah, okay. Das war die Demo. Demo completed. Play multiple generations and develop your village even further in the final game. Sehr cool. Prestige. 2422 Prestige haben wir bekommen. Das ist halt die Frage. Schade, dass wir das halt nicht weiterspielen konnten. Das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Vom Management-System finde ich das sehr cool. Auch, dass die Leute halt so Sachen selber brauchen. Also du musst wirklich gucken, dass du die Leute dann relativ gut immer in die Jobs reinpacken kannst. Das mit dem Ausbildungssystem finde ich auch ganz geil, muss ich sagen. Also im Großen und Ganzen sehr schönes Spiel. Werde ich definitiv spielen. Schade, ne? Ja, echt schade. Aber es ist auch so ein bisschen wie Foundation, muss ich sagen. So vom Spielprinzip. Ich finde es sehr, sehr cool. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Also es lohnt sich, da definitiv drauf zu warten, dass es rauskommt. Und Lakeburg Legacies, ich würde mich echt freuen, wenn das auf Deutsch rauskommen würde. Englisch ist schon noch okay. Französisch, je ne parle pas le français. Hätten wir auch auf Französisch spielen können? Wäre bestimmt auch witzig gewesen. Also ich hätte gerne ein bisschen mehr mit diesen Intrigen gearbeitet, aber das fand ich jetzt mit dem Englischen doch ein bisschen schwierig. Ja.